Wer die Musik liebt, kann nie ganz unglücklich werden. Diese Worte Franz Schuberts mögen auch auf die Mittenwalder Geigenbauer zutreffen. Seit mehr als 300 Jahren fertigen sie Zupf- und Streichinstrumente der Meisterklasse. Hier im Geigenbaumuseum widmet man sich dem ganzen Spektrum ihres Schaffens, von den Anfängen bis in unsere Zeit. Die Marktgemeinde Mittenwald liegt eingebettet zwischen Wetterstein und Karwendelgebirge. Die Schönheit der Landschaft, das malerische Ortsbild, die gut ausgebaute Infrastruktur machen Mittenwald für den Fremdenverkehr zu einem attraktiven Ziel. Einst verlief hier die bedeutende Handelsroute Augsburg-Venedig. Als Warenumschlagplatz venezianischer und deutscher Kaufleute erlebte Mittenwald im 16. und 17. Jahrhundert seine wirtschaftliche Blütezeit. Als der Markt wieder nach Bozen verlegt wurde, drohte Mittenwald das wirtschaftliche Ende. Just in jener Zeit kehrte der Geigenbauer Matthias Klotz an seinen Heimatort zurück und eröffnete 1685 mit seiner Handwerkskunst den Mittenwaldern eine neue Erwerbsquelle. Die Bürger dankten es ihm mit diesem Ehrenmal. Die Erinnerung an sein fruchtbares Wirken hält das Museum wach. Die Spitzenobjekte des Museums, eine Geige von Sebastian Klotz und hier eine von seinem Vater, Matthias Klotz. Sie ist fast 300 Jahre alt und noch im ursprünglichen Zustand. Beide Geigenbauer waren stilbildend beeinflusst vom Tiroler Jakob Steiner, von dem diese Geige stammt. Matthias Klotz erlernte das Handwerk in Padua. In diesem Zeugnis von 1678 bestätigt ihm der Geigenbaumeister Pietro Reilich Redlichkeit und Ehrenhaftigkeit und lobt ihn für seine beispielhafte Arbeit. Klotz gilt als Begründer des Mittenwalder Geigenbaus, weil er nicht nur seine, sondern auch die Söhne seiner Mitbürger zu tüchtigen Geigenmachern ausbildete. Diese frühen Barockgeigen klingen für unsere heutigen Hörgewohnheiten ziemlich spröde, nicht zuletzt, weil die Stimmung der Instrumente damals wesentlich tiefer war. Das war eine Geige von Matthias Klotz, gebaut im Jahre 1714 hier in Mittenwald. Ein sehr kammermusikalisch intimes, obertonreich klingendes Instrument. Eine Generation später, beim Sohn Sebastian Klotz im Jahre 1754, klingt es direkter, offener, solistischer, auch lauter, nämlich so. Seit dem 17. Jahrhundert kennzeichnen viele Geigenbauer ihre Instrumente mit Geigenzettel, Brandstempel, Bleistift oder Tintensignaturen. Die Herkunft einer Geige lässt sich dennoch nicht immer eindeutig bestimmen, denn solche Zettel wurden schon damals gefälscht, weil eine Amati oder Steiner sich teurer verkaufen ließ. Im Gebäude des heutigen Geigenbaumuseums wohnten etliche Geigenbauer. Bis kurz vor dem Einzug des Geigenbaumuseums führte Matthias Niggel, genannt Holbeck, diese Werkstatt. Der Museumsleiter, Rainer Leonhardt, selbst Geigenbaumeister, hobelt hier eine Geigendecke aus Fichtenholz. Viele Werkzeuge stellten die Geigenbauer selbst her. Stechbeitel, Wölbungshobel, Ziehklingen und Schraubzwingen wurden im täglichen Gebrauch verfeinert und verbessert, sodass sie im Laufe der Jahre sogar an Wert gewannen.
Für den Boden der Geige nimmt man Ahornholz. Der Stamm wird radial gespalten und die so erhaltenen Holzscheite werden mindestens 15 Jahre lang in solchen Stapeln gelagert. Aus Ebenholz sind Griffbrett, Wirbel und Seitenhalter. Im Museum wird das Cremoneser Bauprinzip erklärt. Demnach besteht die Geige aus Decke und Boden, Zargen und Klötzen, Hals und Griffbrett. Die einzelnen Teile werden um ein Formbrett herum aufgebaut. Auch Matthias Klotz fertigte seine Instrumente nach diesem Prinzip. Der eingeleimte Bassbalken auf der Rückseite überträgt die tiefen Töne und verstärkt die Decke. Der Besucher kann im Museum mit Büchern und Filmen sein Wissen um die Geschichte des Geigenbaus noch vertiefen. Dieser Film von 1936 zeigt Leo Aschauer mit einem seiner Schüler, der gerade lernt, wie Zargen kunstgerecht geformt und eingeleimt werden. Hey, meine Pizza, du verbrennst es ja! Hier sieht man nochmals den typischen Aufbau der Geige um das Formbrett herum. Im späten 17. und im 18. Jahrhundert eroberte die Geige alle musikalischen Gebiete. Die Voraussetzungen für die Geigenbauer waren gut. Hochwertiges Holz wuchs vor Ort und in nächster Umgebung lebten potente Käufer, Abteien, Stifte und Klöster. Anfänglich verkauften die Geigenbauer ihre Instrumente selbst oder gaben sie einem Kollegen mit zum Verkauf. In solchen Butten wurden die Geigen transportiert. Irgendwann nahm einer neben dem Verkauf auch Bestellungen entgegen und ließ die Instrumente auf seine Rechnung bei den anderen Geigenbauern herstellen. So entstand das Verlagswesen. Die Verleger waren erfolgreich. Der Bedarf stieg, die Produktion lief auf Hochtouren. Unzählige Zistern, Zittern, Celli, Geigen, Kontrabässe und viele andere hochwertige Streich- und Zupfinstrumente machten Mittenwald weltbekannt. Verleger und Händler bestimmten alsbald Arbeitsweise und Preise. Dies führte zu einem Wandel in der traditionellen Herstellung. Der Geigenbauer stellte nun nicht mehr alle Teile selbst her, sondern bezog von verschiedenen Heimarbeitern einzelne Teile wie den Korpus, die Hälse und Stege. Damit sank allerdings auch die Qualität, denn vielen fehlte die entsprechende Ausbildung. Um die Qualität der Instrumente zu sichern, aber auch in Sorge um die Arbeitsplätze, ließ König Max II. 1858 die Mittenwalder Geigenbauschule errichten. Mit viel Erfolg, denn sie besteht nun schon anderthalb Jahrhunderte. Die Schüler kommen heute aus der ganzen Welt. Der Himmel hängt hier immer noch voller Geigen, obwohl es für die jungen Geigenbauer nicht mehr ganz so leicht ist, eine eigenständige Arbeit zu finden. In der Geigenbauschule wird sowohl der Streich- wie der Zupfinstrumentenbau gelehrt. Hier feilt eine Schülerin die Bünde einer Zither auf die exakt festgelegte Höhe. Über Jahrhunderte stellten sich die Geigenbauer von Mittenwald neuen Herausforderungen und passten sich dem wechselnden Markt an. Und trotz industrieller Massenproduktion wird hier das Handwerk immer noch mit viel Geschick und Leidenschaft betrieben. Der Blick in eine heutige Werkstatt zeigt, dass sich wenig verändert hat. Bis auf einige Ausnahmen arbeiten die Söhne immer noch mit den Werkzeugen ihrer Väter.
Geheimnisumwoben ist nach wie vor die Lackierung einer Geige. Mit Öl- oder Spirituslacken, gemischt mit Harzen und Pigmenten, werden die Instrumente bis zu 20 Mal in hauchdünnen Schichten lackiert. Viele Geigenbauer haben ihre eigenen Rezepte. Ob die Lackierung den Klang verbessert, ist umstritten. Neueste Untersuchungen haben ergeben, dass der Lack den guten Ton eines Instrumentes zumindest länger erhält. Berufsmusiker greifen derzeit gerne wieder auf neue, handgemachte Instrumente zurück. Und so stellen die Geigenbauer immer noch eigene Modelle her, die sich allerdings nur in kleinsten, kaum wahrnehmbaren Details von früheren Geigenmodellen unterscheiden. Der Unterschied zwischen dem barocken Geigenbau und dem modernen Geigenbau ist zum Beispiel dadurch zu erkennen, die Halslänge ist etwas verlängert worden. Die Halslage hat sich geändert, dadurch ist der Steg höher geworden, wodurch der Druck auf den Steg größer wird. Die Wölbungen sind etwas flacher geworden, nicht mehr so steil, nicht mehr so bauchig. Die Saiten sind nicht mehr aus reiner Darmsaite, sondern Metallsaiten oder umsponnene Kunststoffsaiten. Und dies alles ist nötig geworden, da der Kammerton erhöht wurde und die Konzertsäle wesentlich größer geworden sind, um einfach mit dem Instrument die Säle zu füllen und das Publikum zu erreichen. Beliebt sind gegenwärtig auch die nachgebauten Geigen von Klotz, Steiner und Amati. Sie sind preiswerter als die altgedienten, deren Preise ins Uferlose stiegen. Zudem sind die Stradivaris und Guarneris trotz Umbau oder gerade deshalb einem unerbittlichen Alterungsprozess unterworfen. Den Mittenwalder Geigenbauern kann das nur recht sein, denn ihre Kunst hat Bestand. Und selbst ihre Söhne werden sich noch in die über 300-jährige Tradition der Geigen-, Gitarren-, Zither- und Bogenbauer einreihen.